Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Mein Großvater ist einer der Menschen, zu denen die ganze Familie aufschaut. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat er nichts von seinem Witz verloren und hat eine natürliche Begabung, Geschichten zu erzählen. Besonders gerne erzählt er jedoch von seiner Zeit während des Zweiten Weltkrieges. Als ich aber noch ein Kind war, ließ mein Großvater immer einige der grausameren oder deprimierenderen Details dieser Geschichten weg. Stattdessen entwarf er eine romantische Version von heldenhaften britischen Truppen, die Verbündete auf der ganzen Welt fanden und am Ende über die Nazis triumphierten. In diesen Geschichten schien niemand zu sterben und der Tag wurde am Ende immer gerettet. Als ich älter wurde, begann er jedoch, mir wahrheitsgetreuere Erzählungen zu berichten. Er erzählte von den Freunden, die er gewonnen und verloren hatte, von den Bedingungen, unter denen er lebte und davon, wie schwierig es für ihn war, seinen ersten Mann zu töten. Er fügte seinen Geschichten über die Zeit immer weitere Details hinzu, wenn er das Gefühl hatte, dass ich reif genug war, um sie zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass er über das, was er auf Rumry Island gesehen hat, log, denn er war immer ein ehrlicher Mensch. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass der Stress eines Todeskampfes schreckliche Auswirkungen auf den Geist haben kann. Ich werde jedenfalls mein Bestes tun, um die Geschichte so zu erzählen, wie er sie mir erzählt hat. Ich habe jedoch einige Namen geändert und einige der farbenfrohen Umschreibungen, mit denen er japanische Soldaten beschrieb. Ansonsten überlasse ich es dir selbst zu entscheiden, wie wahr oder unwahr seine Geschichte ist. Er fragte mich, habe ich dir jemals von meiner Zeit im Kampf gegen die Japaner erzählt? Nein. Na gut, vielleicht dachte ich, du wärst zu jung. Da du deine Bücher so liebst, werde ich dir erst einmal einige Fakten dazu nennen. Ich denke, das wirst du auch in jedem Geschichtsbuch zu diesem Thema finden. Die Insel Rumry liegt direkt vor der Küste Birmas und war in den letzten Jahren des Krieges unter japanischer Kontrolle. Einige von uns Briten kämpften an der Seite der indischen Armee, um sie von dort zu vertreiben. Die Briten kümmerten sich größtenteils um die Seeschlachten, während die Inder an Land kämpften. Ich gehörte jedoch zu den unglücklichen Briten, die sich zu Fuß durch den Dschungel quälen mussten. Man kann über die Japaner sagen, was man will, aber sie haben sich auf jeden Fall ordentlich zur Wehr gesetzt. Wir boten ihnen sogar die Möglichkeit, sich zu ergeben, aber sie nahmen sie nicht wahr. Anstatt sich gefangen nehmen zu lassen, beschlossen sie, sich durch kilometerlange Mangrovensümpfe zurückzuziehen. Und da wird es interessant. Ein Mangrovensumpf ist nämlich viel mehr als nur schlammiges Wasser und wegversperrende Pflanzen. Dort gibt es fiese Krankheiten, giftige Insekten, Moskitos und die größten Krokodile, die man irgendwo finden kann. Und diese Krokodile haben sich ein Festmahl gegönnt, als die Japaner durch das trübe Wasser stolperten. Von den etwa 1000 Männern, die in den Sumpf gingen, schafften es vielleicht nur ein paar Dutzend wieder heraus. Ich habe mal gelesen, dass es ein Weltrekord war. Der fürchterlichste Krokodilangriff der Geschichte. Nur dass es nicht die Krokodile waren, die diese Männer getötet haben. Es hätte schon ein paar tausend von denen benötigt, um solch ein Chaos anzurichten und jeder, der sich mit Reptilien ein wenig auskennt, weiß, dass Rumry Island einfach nicht groß genug ist, um so viele Krokodile am Leben zu erhalten. Ich gebe zu, dass es durchaus Krokodile gab und dass sie Menschen getötet haben. Aber ich meine, Mückenstiche, Fieber und jede Menge anderer giftiger Insekten waren wahrscheinlich auch für einige dieser Todesfälle verantwortlich. Was ich sagen will ist, dass sie auf keinen Fall fast 1000 japanische Soldaten getötet haben können. Nein, diese Männer wurden von etwas anderem getötet. Ich habe immer noch Albträume von dem, was ich dort gesehen habe. Also, es lief folgendermaßen ab. Die indische Armee hatte den größten Teil des Fußmarsches bereits hinter sich gebracht, während wir Briten an der Flanke entlang gingen. Es gelang uns, die Japaner aus ihren Bunkern zu zwingen und wir begannen unsere Verfolgungsjagd durch die Sümpfe. Alles in allem habe ich wahrscheinlich etwa eine Woche hüfthoch im Wasser verbracht und versucht, feindliche Soldaten zu entdecken, die durch die Bäume huschten. Unter solchen Bedingungen zu kämpfen ist jedenfalls eine absolute Tortur. Es war so feucht, dass ich dachte, mir würde gleich jeden Moment Moos an den Eiern wachsen. Außerdem verfolgten einen Wolken von Moskitos überall hin und stachen unaufhörlich.
Du konntest gefühlt eine wegschlagen und 2 Sekunden später kam sie mit ein paar 100 Freunden wieder zurück. Was den eigentlichen Kampf angeht, man musste so gut wie immer schießen, wenn man glaubte, jemanden gesehen zu haben. Aber abgesehen von den Bäumen, die die Sicht behinderten, waren die Sümpfe so neblig, dass man manchmal kaum die Hand vor dem Gesicht sehen konnte. Ich bin öfter mit dem Gesicht in Mangrovenbäume gerannt, als ich es zugeben möchte. Nachts war es jedoch noch schlimmer. Mit den Straßenlaternen und den elektrischen Geräten, die es überall gibt, sieht man solch eine Dunkelheit nicht mehr so oft. Nachts herrschte auf Rumry Island absolute Finsternis. Klar, wir hatten Taschenlampen und damals waren das natürlich große, klobige Dinge. Das Problem mit den Taschenlampen ist jedoch, dass man sich damit zu einem schönen Ziel für jeden macht, der auf einen schießen will. Also mussten wir das Licht auf ein Minimum beschränken. Dadurch kamen wir in der Nacht nur langsam voran. Die Jungs und ich hatten ein System, bei dem wir uns ein Stück vorwärts bewegten, dann versuchte die Hälfte von uns eine Weile zu schlafen, dann bewegten wir uns weiter und die andere Hälfte schlief. Schon mal versucht, in einem Sumpf zu schlafen? Die Hölle selbst wäre ein bequemerer Ort für ein Schläfchen. Wenigstens ist brennendes Schwefelwasser eine trockene Hitze. Nachdem wir jedenfalls ein paar Tage lang die Japaner durch die Sümpfe gejagt hatten, begannen wir Leichen zu finden. Einige von ihnen waren kaum noch als Menschen zu erkennen, nachdem die Krokodile mit ihnen fertig waren. Andere hingegen hatten infizierte Mückenstiche oder eine Art Schwellung durch Skorpionen oder Spinnengifte. Es war also nicht allzu schwer zu erkennen, wie jeder einzelne Mann von ihnen gestorben war, bis wir auf etwas stießen, das wir uns einfach nicht erklären konnten. Immer mehr der Leichen wiesen genau dieselbe Verletzung auf. Sie hatten 3 vollkommen runde Löcher in der Brust und keinen Tropfen Blut mehr im Körper. Keiner von uns hatte eine Ahnung, was solche Verletzungen verursachen konnte. Krokodile waren es jedenfalls nicht, das kann ich dir sagen. Jedenfalls holten wir eines Nachts den Hauptteil der sich zurückziehenden japanischen Truppen ein. Ich glaube, es war der 19. Februar oder in etwa um diese Zeit. Viele der Männer machten sich nicht einmal mehr die Mühe zu kämpfen. Die Waffen waren irgendwann einfach mit Schlamm verstopft, egal wie sehr man sich bemühte, sie sauber zu halten. Wir waren müde, durchnässt und unglücklich. Keiner von uns tat mehr, als nötig war. Einer der Jungs, Jones, sah diesen japanischen Soldaten direkt auf uns zurennen. Nun, rennen ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Es war Nacht, fast stockdunkel und der Mann stapfte durch das Wasser. Rennen war darin nicht wirklich möglich. Jedenfalls hätten wir ihn fast erschossen, als er auf uns zukam, bis wir sahen, dass er mit den Händen ein schmutziges, weißes Taschentuch in die Luft hielt. Die Jungs und ich hatten im Krieg einige grausame Dinge getan, aber keiner von uns wollte einen Mann erschießen, der versuchte, sich zu ergeben. Ein paar von uns hatten ein paar Worte Japanisch aufgeschnappt und riefen ihm zu, er solle zu uns kommen. Als er näher kam, sahen wir, wie verängstigt er war. Ich nehme an, du hast noch nie jemanden gesehen, der absolute Angst zeigt, oder? Ihre Gesichter verziehen sich zu Formen, die kaum noch menschlich aussehen. Ich kann dir also mit Sicherheit sagen, dass der arme Japaner etwas gesehen hatte, das ihm die Angst vor dem Teufel raubte. Er kann nicht mehr als ein paar Meter entfernt gewesen sein, als plötzlich etwas Riesiges aus dem Sumpf auftauchte. Vor ihm explodierte das Wasser, als ob gerade eine Granate darin hochgegangen wäre. Eine Sekunde lang dachte ich, dass es das auch gewesen sein könnte. »Krokodil«, brüllte Jones. Ich zielte mit meinem Gewehr, bereit, dem verdammten Biest den Kopf wegzupusten. Ich erstarrte aber, als ich einen richtigen Blick auf das Ding werfen konnte. Es war kein gottverdammtes Krokodil. Die Kreatur sah aus wie eine Art übergroßer Tausendfüßler. Es hatte einen langen, sich windenden Körper, der mit Knochen und Chitinplatten bedeckt war. Der Kopf war eine Ansammlung von Augen und Fühlern, aus denen 3 Röhren ragten. Und diese Röhren hatten sich durch die Brust des Japaners gebohrt. Das Geräusch, das es beim Fressen machte. Ich weiß nicht einmal, wie ich es beschreiben soll. Ich hoffe nur, dass ich so etwas Schreckliches nie wieder in meinem Leben hören muss. Ich weiß nicht mehr, wann ich anfing zu schießen, aber es hat sowieso nicht viel gebracht. Das Ding merkte kaum, dass Kugeln an seiner Panzerung abprallten. Innerhalb von etwa 10 Sekunden hat es jeden Tropfen Blut aus seiner Mahlzeit getrunken und ließ den Körper einfach fallen und im Sumpf treiben. Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass die Kreatur mit ihrer Mahlzeit zufrieden war. Ohne uns einen Blick zu würdigen, verschwand es wieder unter der Wasseroberfläche. »Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen?« wiederholte Jones wieder und wieder. Ich konnte an seiner Stimme hören, dass er in Panik geraten war. »Ja, ich habe es gesehen«, sagte ich. Meine eigene Stimme klang für mich selbst weit entfernt.
Ich stand einfach nur da und starrte auf den ausgetrockneten Leichnam, der im Sumpf dreht. Jones zog an meine Schulter und riss mich aus meiner Trance. Er deutete auf die Wellen im Wasser vor uns, als Dutzende weitere Monster durch den Sumpf schletterten. Sie entfernten sich von uns. Wir mussten wohl kaum der Mühe wert gewesen sein, wenn sich fast 1000 japanische Soldaten nur eine kurze Schwimmstrecke entfernt befanden. Dennoch wussten wir, dass es für uns an der Zeit war, den Rückzug anzutreten. Und in diesem Moment hörten wir das Geschrei vieler Männer. Wie gesagt, etwa 1000 japanische Soldaten gingen in den Sumpf. Vielleicht 2 Dutzend schafften es hinaus. Ich weiß nicht, was das für Dinger waren, aber eines kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen. Es waren keine Krokodile, die diese Männer getötet haben.